Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Final Fantasy. Ja, wir sind hier in dem, was würde ich denn das jetzt nennen, Unterschlupf oder geheimen Besprechungsraum von Avalanche aufgewacht. Bestimmt nach einer durchzechten Nacht. Jetzt gehen wir mal hoch, mal gucken, was wir wollen. Oh, hier warten sie schon. Die Tiffy. Und Barrett. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Yo, Cloud. Yo. Vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materia umgeht. Hier ist die Materia, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Seufzt. Okay, ich erklär's dir. Ach man. So, Anleitung. Okay, ich werde erklären, wie Materia gewirken. Öffnen zuerst das Menü. Haben wir offen. Du gehst jetzt. Du kennst ja die Grundfunktion. Ja, kenne ich, hab ich. Und dann geben wir was? Reihe so. Ja, das weiß ich. Die einzelnen Menüs kannst du mit OK auswählen. Ja, ja, das weiß ich alles. Hallo, ja. Siehst du, und weiter geht's. Wer jetzt das Untermenü Materia. Entscheide nun, wer die Materia erhalten soll. Achte auf meine Waffe. Das Bastardschwert. Alle Waffen und Rüstung besitzen Fassungen. Wähle die Fassung, in die eine Materie eingesetzt werden soll. Genesung. Wähle nun die Materie aus, die du verwenden willst. Auf nächste Ebene 2005. Dies ist eine heilende Materie. Wenn du erfahren möchtest, was sie bewirkt, geh mit dem Cursor auf Kontrolle. Und wähle OK. Es ist dasselbe wie im Kampfmenü. Setz den Cursor auf Zauber. Okay, Heilung. Und du kannst sehen, dass jetzt mehr Zauberarten verfügbar sind. Heilung und bla bla bla. Du kannst du neue Heilungszauber verwenden. Ja, ja. Das ist alles, was es zum Aufnehmen von Materia zu sagen gibt. Siehst du, das war ja nun wirklich nicht so schwer. Nee, war es nicht. Wenn du eine Materia entfernen willst, brauchst du den Cursor nur auf die Materia-Fassung setzen und die Menütaste drücken. Okay. Nur auf eins musst du achten. Jedes Mal, wenn du eine Materia aufnimmst, ändern sich deine Werte. Achso, minus Angriff, minus die Max-AP. Bestimmte Werte von dir werden stärker, andere schwächer. Normalerweise steigt deine Zauberkraft, wenn du einen Zaubermaterie aufnimmst, aber deine physische Kräfte lassen dafür nach. Andersrum wahrscheinlich, ne? Deine Materie ist also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du sehen, übermäßiger Gebrauch von Materie ist ungesund. Mit der Abbruchtaste kannst du das Untermenü verlassen. Okay, später werde ich dir noch ein paar detaillierte Trips abgeben. Hör mal, was soll der Blödsinn von wegen? War doch nicht nach Gefahr, ich weiß nicht. Gut, also du übernimmst die Materia. Materia-System, zuerst Menü aufrufen, wähle Materia, um Materia anzulegen. Okay, ich komme diesmal mit. Cloud, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben, vergiss es nicht. Marlene, du passt auf den Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung, viel Glück. So, dann wählen wir jetzt mal das Menü aus und legen Materia an. Und zwar geben wir der das. So. Haben wir noch irgendwas? Was hat denn der? Blitz und Kälte? Der hat nichts. Ausrüsten. Nee. Okay.
Da würde ich mal sagen, geht's weiter. Wir müssen zum Waffenhändler. Frage ist nur, wo ist der Waffenhändler? Vielleicht ist er da drinnen? Hallo? Toilette? Er bereitet uns nur Kopfzerbrechen, als er hier war. Aber jetzt, wo er fort ist, vermisse ich ihn. Seltsam, nicht? Was sind diese blöde Waffenhändler? Gibt es auch noch irgendwas? Was ist denn das? Ach, wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Laden schließen. In so einem Slum verkauft man einfach keine richtigen guten Medikamente. Doch, an mich. Oh, sieh einer an. Das kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir kaufen. Wir verkaufen. Kaufen. Und zwar kaufen wir Tränke. Zähne. Ich würde mal sagen, Zähne reichen. Was haben wir noch? Genesung, Gewitter. Das war's schon. Wiedersehen. Tschüssikowski. So, hier ist noch irgendwie ein Laden, denke ich mal. Hey, hallo, Moment mal. Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Oh, die wollen Waffengeschäft kaufen. Eiserner Reif. Ein Sturmgewehr, das haben wir ja gekriegt. Granate brauchen wir nicht. Also kaufen wir jetzt Eisernen Reif zweimal. Jetzt mir mal gekauft oder nicht? So. Ausrüsten. Jetzt müssen wir erstmal hier allen das anlegen. Ausrüsten. So. Zack, zack, zack. Ich will eigentlich da hoch. So, mal da lang. Hey, hallo? Speicherpunkt gefunden. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hier gerade sind. So. Das hier. Ah, da lag was, da lag was, da lag was. Da lag was. Alle, hey, auf Anhieb. Das war Materna. Nimm als nächstes die Schatztruhe. Hä? Ether. Jetzt dazu, in dieser Schatztruhe sind viele Objekte versteckt. Es gibt Kisten und Beutel. Gib also Acht, dass du keine übersiehst. Zu, ja, hallo, hab ich verstanden. Wir haben, der hat hier auch irgendwelche Zauber, das gebe ich dem. Alle Fähigkeitenliste, alle, was ist denn alle? Wirkung auf alle. Mit Zaubermaterie, Wirkung auf alle. Nächste Ebene, ja, egal. So, dann können wir hier noch. Können wir da noch die Treppe hoch? Kicken. Können wir bestimmt da noch rein, ja, können Das hier ist ein Slum, glaub ja nicht, du kannst hier umsonst wohnen. Was hast du vor? Du bist doch bestimmt müde. Komm hier, Frage. Ja, Bursche, man sollte schlafen, wenn es nur geht. Man sollte speichern, wo es geht. So wird man alt. Denk dran, alter Junge. Okay. Also hier ist nichts. Da kann man
Zack, genau. Nee, hier ging es nicht lang. Ich musste. Genau, ich musste hinten lang laufen. So, raus geht's. So. Da geht's nicht lang. Ja, in dem Raum waren wir ja schon. Geht's hier unten lang? Nein, unten geht's nicht lang. Hä? Hier gibt's nichts. Okay. Dann geht's jetzt wahrscheinlich erstmal zum Zug. Aber wir laufen halt am Zug erstmal hier rüber. Mal gucken. Da muss doch hier irgendwie. Muss doch irgendwie rüberkommen auf die andere Seite. Oh, was sind das für niedliche Viecher? Nee, Heilung brauche ich noch, ne? Ach, ich glaube, dass der Zauber, den man den Stein nicht reingelegt hat, mit alle, dass der dann auf alle gewirkt wird. Da werden wir den Stein nämlich jetzt nochmal abnehmen und werden den der TÜV geben. Ja. So, dann werden wir nämlich ihr geben. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. So, aber wie kommen wir jetzt hier runter? Man muss doch hier irgendwie runterkommen. Nö. Kommt man nicht. Toll. Verstehe ich nicht. Ah, okay. Egal. Muss ich nicht verstehen. Geht's halt weiter. Ab in Zug. Abfahrt! Tucke, 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 tucke. So. Hey. Das ist kein Privatwaggon. Mach den Abgang. Schon wieder Rowdies. Was ich immer für ein Glück habe. Ja, aber setz dich trotzdem in den Waggon hier rein. Hast du was gesagt, Alter? Pass mal auf, ja? Und wo sind die Leute hier? Hey, schaut euch das an. Plötzlich ganz leer geworden. Wie das denn nur? Mist. Es ist wegen Typen wie dir leer. Arg. Du hast es doch gehört, Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellte wie ich fahren an so einem Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra? Shinra Manager, ich lasse mich nicht durch Gewalt abhalten und meinen Platz gebe ich dir auch nicht. Barrett, hör auf! Scheiße, du Glückspilz, verdammte Kruzifixerin! Und was tun wir jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mir völlig fertig. Ah, sieht aus, als wären sie mit den Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Ja, es geht los. Es geht los. Und was ist unser nächstes Ziel? Ah, hört euch mal diesen Wichtig-Dual an. Okay, ich erzähle euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Züge. Shinra ist ziemlich stolz drauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr benutzen. Guten Morgen und willkommen bei der Midgard Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 4 um 11.45 Uhr. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Jawohl. So! Ja, so! Dort, komm her, lass uns mal einen Blick auf das Schienennetzmonitor werfen. Okay. Dann machen wir das.
gucken wir mal drauf. Du willst ja bloß flirten. Hm, sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Ist schon gut. Komm ein bisschen näher. Kuscheln. Ich will bloß angefasst werden. Oh, jetzt hier Alarm. Alarm. Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarm. Stufe 1. Nicht identifizierte Passagiere an Bord entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung. Sicherheitsalarm Stufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was los? Was geht hier vor? Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre später schnell den nächsten Waggon. Schnell! Scheiße, jemand hat's vermasselt. Nicht identifizierte Passagiere in Waggon 1. Nichts weg, aber da liegt. Waggon 1 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 2. Schnell. Die verriegeln gleich die Tür. Ja, toll. Lauf einfach. Geh zum Plan B über. Waggon 2 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 3. Und? Alles klar. Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssten wir es schaffen. Dann lauf doch mal hier. Ey, du fette Sau, lauf weiter. Auf dem Weg nach vorne. Aufenthaltsort wird ermittelt. Lauf weiter. Waggon 4 verriegelt. Übergang zur nächsten Alarmstufe. Hallo, könnt ihr mal weiterlaufen? Hallo, alles klar, wir haben es geschafft. Ja, hier lang. Kommt, wir machen hier den Absprung. Yippie. Ja, dann spring doch. Gruselig. Jetzt ist es zu spät, sich zu viel Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil? Hey, ihr beiden, dafür ist keine Zeit. Und Pep. Ich bin Jesse. Wie sehe ich aus, glaubt? Sehe ich in einer Schilderuniform gut aus? Ja. Du siehst großartig aus, wie ein Mann. Echt? Ich bin so glücklich. Oder? Ist doch ein Mädchen, Kimo. Okay. Na gut, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Hopp. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich, geh nur. Und hey, Mann, pass auf, dass du deine Nägel nicht abfällst. Das ist nur der Anfang der Mission. Bis später, kümmert euch um den Rest. Tja, so schnell kann es gehen, ne? Dass man erwischt wird. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Bleib unbedingt wachsam, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Big Swatch und Jesse haben alles Vorbereitung, also los. Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Okay. Und wie es weitergeht in Final Fantasy, ob wir diesen Tunnel erreichen ohne Probleme, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.